Heute bin ich hier beim Europäischen Astronautenzentrum. Wir haben eine Einladung bekommen von unserem Mann im All, Alexander Gerst. Der war schon im All und wird mich heute trainieren, dass ich demnächst mitkommen kann. Hallo, richtig? Stefan. Hallo. Tag. Wir können hier einiges machen, oder? Einige Tests machen, einige Experimente, die an körperliche Grenzen gehen, oder? Ja, selbstverständlich. Willkommen erstmal am Astronautenzentrum. Hier ist ja die Heimat aller europäischen Astronauten in Köln. Und ich zeige dir heute mal, wie wir trainiert haben für meine Mission, wie meine Kollegen trainieren. Und da gibt es schon so ein paar Dinge, wo man tatsächlich an seine Grenzen kommen kann. Ich hoffe, ich überlebe es. Das hoffen wir auch. Ja, ist wahrscheinlich. Soll sich mal den Schreibkram vorstellen, wenn was passiert. Ja, das ist gar nicht daran zu denken. Setting 1012, and it gives me 1250 feet. Sehr gut, ne? Sehr gut. Hast du so einen Anzug auch gehabt? Ja, fast denselben. Ich würde sogar sagen, er ist ununterscheidbar. Nur, dass bei mir die amerikanische Flagge nicht drauf war, sondern selbstverständlich. Deutsche. Ja, sehr heiß jedenfalls. Ja. Wir machen jetzt ein Experiment hier in diesem Dingen. Was ist das? Ja, wir sind hier gerade vor einem Modell des Europäischen Forschungslabors Columbus. Das ist so auf der Raumstation angedockt, wie wir es hier sehen. Das ist quasi der vordere Teil der Raumstation. Ach, so groß ist das in echt? Ja, das ist nur eins der vielen Module der Raumstation und da finden hauptsächlich die europäischen Versuche drin. Das heißt, das war mein Hauptarbeitsplatz und den schauen wir uns jetzt mal an. Alles klar, ich muss mich kurz noch mal umziehen, das geht so nicht, das ist zu heiß. So, dann gehen wir mal rein. In die Kapsel. Willkommen auf der Internationalen Raumstation. Wenn man da ankommt, da sind ja schon welche da in der Regel, ne? Ja. Was macht man dann? Macht man dann? Hallo? Jemand zu Hause? Aufmachen! Hat sich da einer schon Gag erlaubt? Sowas wie, weißt du, klopft von außen und so. Und der guckt dann raus und sagt, keine Werbung. Genau. Das ist ein schönes Zeichen hier. Speed Limit 17.500. km/h sind damit gemeint? Miles per Hour. Miles per Hour. 28.000 km/h. 28.000 km/h nur. Ja. Hier sind wir im Knoten 2. Das war quasi unser Wohn- und Schlafzimmer. Ja, sieht so ein bisschen technisch aus dafür. Das ist das Wohn- und Schlafzimmer. So schmucklos. Keine Yucca-Palmen, nichts. Wir haben tatsächlich Sachen von unseren Familien geschickt bekommen. Auch mal ein paar Tischchen. Ist also ja wie im Dschungelcamp. Da kommt da so ein Brief von der Familie, da muss jeder vorlesen. Was ist das? Das ist ein Modell unseres ursprünglichen Trainingsgerätes, mit dem wir uns fit gehalten haben. Das neue Gerät hat so ein paar Vakuumzylinder und Seilzüge drin. So, und wo schläft man? Hier, das ist eine Schlafkabine, richtig? Und da geht man dann rein, wenn man Haier macht? Genau. So, da hängen ein paar Klettstreifen an der Wand, ein Spiegel, ja, Handtuch, Mütze. Talisman. Was ist, wenn man nicht einschlafen kann? Läuft man dann? Ich meine, Schlaf schwebt man dann? Oder wie heißt das? Ja, wenn man nicht schlafen kann, kann man immer kurz zur Cupola schweben, arbeitet einen langen Arbeitstag und da ist man abends schon relativ müde auch. Dann schweben wir mal zum Experiment, oder? Genau. Hier geht's zum Columbus Labor. Vorne rechts in der Raumstation, das ist das Europäische Forschungslabor. Aber wir haben schon ein paar echt interessante Ergebnisse. Zum Beispiel, dass meine Haut jünger geworden ist anscheinend. Nein! Hätte ich nicht selbst bemerkt, aber die Wissenschaftler, die finden ja manchmal Sachen raus. Wenn man lange oben bleibt, wächst dann auch wieder Haar bei einem. Das weiß ich nicht. Dazu war ich wahrscheinlich noch nicht lang genug oben. Was ist das? Das sieht schon mal schwer nach Gynäkologe aus, aber ist es nicht. Ne? Nee, ist es nicht. Ja. Das ist ein Experiment, bei dem wir Muskeln untersuchen und wie die sich abbauen in der Schwerelosigkeit. Die wichtigste Weltallentdeckung finde ich immer noch die Teflonpfanne. Aber das leider ja nicht stimmt. Ne? Das stimmt nicht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Es bricht für mich aber eine Welt zusammen. Am besten Schuhe raus. Schuhe aus. Du hast es so gewollt. Wir haben ein Ultraschallgerät, das haben wir hier auch. Und er scannt dann quasi seine Muskelstruktur. Also scannt dann seine Wadenmuskeln. Ja. Das ist bei mir nicht nötig. Das sind Radlerwaden, da braucht man nichts zu scannen. Also da weiß man, das ist pure Muskelmasse, kein Gramm Fett. Also kannst du dir aussuchen, entweder Wade oder Halsschlagader. Halsschlagader wird relativ leicht gehen, die finden wir relativ schnell. Jetzt fange ich mal an. Ja, nicht schlecht. Oh, da haben wir sie schon. Halsschlagader, genau. Arterie in die Vene. Das ist meine Halsschlagader.
Kann man in die Nase reingucken? Weiß nicht, ich würde es nicht empfehlen. Die Nasenscheidewand. Kann man sehen? Ja, nicht wirklich. Nee? Auch gucken, ob man im Kopf was hat? Ja, ich sehe nichts, ne? Nee, ich auch nicht. Weißer ja, Nebel. Genau. Also da kommt so ein bisschen Knochen und dann ist es relativ schwarz. Weißer Nebel. Ach, das ist der Knochen. Da oben ist der Knochen. Ja. Und dann ist nur ein schwarzes Loch.